Noch können wir reden, Leute. Noch. Ja, du mich auch. Tschüss. Ich bin jetzt lila. Ciao. Uha. Mit Dossi. Ups. Okay, Leute, was? Habe ich Angst gehabt. Ja, aber auch gerade gedacht, so, what the fuck, ich auch. Ja, wer hat Drake gefunden? Ich habe den gerade gefunden, weil wir alle da gerade in der ganzen Reihe zusammengelaufen sind und irgendwer hat den gerade gekillt. Okay, Ahnung, da waren gerade so viele Leute. Ganz kurz. Das war Basti. Warum soll ich das gewesen sein? Oh, Entschuldigung, Basti. Nein, ich habe gedacht, du hast gesprochen, Timmer. Ach so. Also ganz kurz. Pascal und ich, wir können uns erstmal gerade ausschließen, wir waren es gerade nicht, weil wir nämlich da gerade durch die eine Tür gegangen sind. Ja, wir waren ja, ganz Ace vorne. Ja, Ace war es auch nicht. Genau, ich habe Mary und Daryl gesehen, Ace. Okay, wenn... Boah, Leute. Ich glaube schon, dass Basti das war. Warum soll ich das gewesen sein? Ich bin mit in der Gruppe gelaufen. Nicht mit dir, verdammt. Ich bin mit in der Gruppe gelaufen und hab nur gesehen, dass das umgekippt ist. Das kann doch nur Cindy dann gewesen sein. Was? Ja, eigentlich schon. Ich war ganz vorne. Das ist das Problem, Cindy. Ja, dann warst du doch jetzt. Du alleine warst. Ja, genau. Wenn du ganz vorne alleine warst. Nein, halt, stopp. Ja, toll. Ihr habt jetzt alle schon gewotet. Weil wir waren alle in der Gruppe. Und ihr seid übrigens richtig. Piep. Dass ihr schon gewotet habt. Weil wir waren alle in der Gruppe. Ich weiß gar nicht mehr, wer um mich herum war. Ich weiß es. Also, ich weiß, wo du auch einen Random Kill gemacht haben. Kannst du auch einen Random Kill gemacht haben, einfach. Kannst einfach draufgeklickt haben, oder? Ja. Ach, irgendeinen mitnehmen im Laufen. Ihr seid voll doof. So. Wieso sind wir doof? Wir schließen nur aus. Weil dein Plan uns zu viel. Pascal und ich waren es halt nicht. Also dann bleiben mir nicht mehr viele übrig. Wenn man die Leiche gefunden hat. Wow. Hab nichts gesehen. Ihr seid richtig doof. Ihr seid richtig. Daryl, los. Na, habt ihr jetzt geskippt oder habt ihr jetzt so auf Dossi? Das sagen wir nicht. Ja, das ist die Frage. Okay, jetzt einfach Dossi, wenn die es nicht sind, dann Andi und der ganze. Komm, Cindy. Ich wollte den ein. Yeah. Ich mach es nicht. Ich hab den nicht getötet. Ich wollte den nicht töten. Ich hab's aus Versehen gemacht. Oh nein. Ich wollte den echt nicht killen. Ich wusste nicht, dass es auch mit dem Mausklick funktioniert. Oh Mann, ey. Also Queen House tötet sich niemanden. Da gibt es kein Vent. Hier gibt es ein Vent. Ich muss bemerken, wo die Vents sind. Okay, die sind überall da. Ich bin direkt bei dem. 30361. Der zweite muss gemacht werden. Alles klar.
Ich hab gerade Mary in der Cafeteria gefunden. Wo ist die Cafeteria? Oben rechts, oder? Unten rechts und Cytus ist mit mir drin. Ja. Ich habe sie tatsächlich nicht gesehen, als ich da runtergelaufen bin. Ich bin fertig mit meinen Tarts, deswegen wollte ich da unten an dem Punkt warten. Okay, also kann ich kann Leute ausschließen. Also Ace war mit mir oben links im Generatorraum. Warum und der hat so auch die ganze Zeit Ace haben wir sogar auch eben gerade gesehen, der ist hochgelaufen. Warum standst du so lange in dem Raum, Huschi, da oben links? Weil ich das nicht hingekriegt habe mit der Task. Ja, aber es muss ja irgendeiner von da aus gekommen sein, oder nicht? Also entweder, also für mich jetzt Ace, ne? Entweder warst du das, oder irgendeiner muss uns entgegengekommen sein. Aber ich habe da keinen gesehen. Also Daryl war ziemlich also Ace kam von links, die Cafeteria ist rechts und Ace ist halt nach oben gelaufen. Also schieße schon mal Ace aus. Okay. Wobei, wobei, da musst du mich auch ausschließen, weil ich bei Ace war. Wobei, wir wissen nicht, wie lange die Leiche da schon liegt. Ja, also, aber trotzdem muss da ja irgendeiner rauskommen. Es gibt doch keinen anderen Weg daraus, oder? Über die Wände kommst du, glaube ich, nicht nach links weg. Aber mal ganz kurz, wenn du sagst, dass Pascal unten rechts war. Ja, an dem Punkt habe ich gewartet, genau. Aber dann müsstest du ihn doch schon entdeckt haben, oder nicht? Nee, ich bin linksrum um den Tisch und habe sie dadurch nicht gesehen, nee. Ja, und ich bin rechtsrum um den Tisch. Genau, und dadurch hat er die Leiche gesehen. Dann wollte ich auch hoch, weil ich die Leiche dann auch gesehen habe, aber bin damit immer wieder zurück. Also wir sind erstmal so um die Leiche rumgetanzt, weil keiner in die Nähe des anderen wollte. Okay, kurz Daryl, was hast du gemacht? Ich habe meine Task gemacht. Wo? Ja, ziemlich simpel. Ja, überall. Oh, wow. Ich auch ja, was soll ich dir sagen? Keine Ahnung. Das erklärt das jetzt für mich, aber das ist sehr, sehr... Der Reaktorraum habe ich euch ja gesehen. Also Andi habe ich gesehen und Ace war, glaube ich, auch dabei. Genau. Und jetzt bist du immer noch hinter mir. Also wenn ich gleich tot bin, ist es Andi. Ja, nee, wir sind alle wieder an dem Punkt gespawnt. Leute, nein, wir haben keine, ich habe keine Ahnung. Ich würde Cytrus verdächtigen, aber ich weiß es nicht genau. Ja. Aber ich will nichts in den Raum stellen. Na gut, ich skippe. Ist mir leider gerade so... Das ist nicht too obvious gerade. Ja. Na gut, bis gleich. Aber für meinen Fehler am runden Anfang habe ich das schon mal gut ausgebügelt. So, wo kann ich denn hin? Ich kann zum Admin-Raum. Oh. 3, 4, 4, 2, 4. Okay. Oh, das ging ja schnell. Das ist... Ja, Leute, ich schließe an dir aus. Als der Alarm losging, stand die ganze Zeit Ace noch in dem Eingang, hat mich nicht rausgelassen. Ja, hat die ganze Zeit da gewartet. Weil ich dich verdächtigt habe, wollte ich wissen, ob du es bist. Deswegen dachte ich mir, wenn du es wärst, hättest du mich auf jeden Fall da gekillt. Also Andy und Daryl sind mir sogar dann oben noch entgegengekommen. Die wollten das dann auch noch ausmachen. Deswegen, Cytrus ist für mich, ist es nicht. Und da standen wir jetzt halt alle... Fünf? Ist komisch, dass du da gewartet hast. Ja, weil ich wollte wissen, ob du es bist, ob du mir hinterherkommst, weil wenn du wärst, könntest du mich ja killen, aber du hast gewartet und deswegen, blöd, bist du für mich sicher. Ja, ich frage es, ob du mich jetzt so genauso verarschen willst wie vorhin Andi, ey. Nee, da hätte ich dich ja gerade weggemacht. Du warst ja der Letzte in der Ecke, das wusste ich ja. Da hätte ich dich da easy weggemacht, da. Die Sache ist die, ich muss jetzt mal ganz kurz gegen Ace gehen, weil der war zwar oben auch die ganze Zeit, aber er stand die ganze Zeit so verdächtig in der Ecke und hat mich beobachtet. Und das Komische ist, dann bist du losgelaufen, ne? Und dann hattest du ja da den Punkt, dass wir den Alarm wieder ausmachen. Und ich war der Erste, der an dem Alarm war. Warum warst du nicht vor mir? Wäre ich jetzt, oder was? Nee, Ace. Achso. Weil ich ein Stück zurückgegangen bin, weil ich dachte, wenn der jetzt wieder einer hier drin steht und in der Menge einen killt, dann will ich sehen, wer da ihn killt. Deswegen bin ich aus der Menge ein Stück weg. Ja, aber ich dachte, wenn da drei dran stehen. Ich war nicht als allererstes da. Tut mir leid. Mach's nicht. Oh, auf wen habt ihr gewartet? Ace, es tut mir leid. Ace. Sag ich nicht. Das ist ja eine anonyme Voting. Ja, gut. Ja, ja.
Das ist nicht anonym, das steht am Ende da. Ja, aber, jetzt ist es halt nur anonym. Es geht ja darum, du musst ja deine eigene Meinung. Wenn ich jetzt sage, ey, ich habe den gewotet, dann ist es ja im Endeffekt. Die Frage ist, glaubt ihr uns, dass wir der Person, also dass wir die Person gewotet haben? Ich sag mal so, wir sollten dich vorher absprechen, wen wir. Also die Chance, zweimal hintereinander Imposter zu sein, ist so klein. Dass, ne, also ich bin's definitiv nicht. So klein ist sie gar nicht. Also nee. Komm, ich war mal. Ich kann schon mal reden, ey. Ich war mal bei TTT ungefähr 7-mal hintereinander der Trader. Okay, krass. Bei einer Gruppengröße von 10. Da wurden ja zwei, nicht, oh nein. Du fliegst nicht raus. Nee, ist gut. Ja, aber Ace, ne? Ich hab ein Auge auf dich, ey. Ohne welches denn? Das linke oder das rechte? Tschüss. Ich muss endlich mal meine Task machen. Ich bin übrigens geflogen aus dem Game. Aber ich war schon tot, insofern alles gut. Tote reden nicht. Ich bin kein Toter, ich bin rausgeflogen. Leute. Sechs, sieben, oh, sechs. Ich weiß, wer es ist. Basti war's. Ja, kann nur Basti gewesen sein. Ja, okay. Wir haben es sogar gesehen. Also ich hab's gesehen. Ja, das ist eindeutig. Ja. Ich hab's auch gesehen. Wenn du dich jetzt verteidigen willst, Basti, bist du nicht der Lügner, Alter. Nee, ganz ehrlich. Ich hätte vorher nachschauen sollen, wenn alles in der Cafeteria ist. Weil vor allem, ne, eben gerade Cafeteria war noch extrem leer. Auf einmal seid ihr da alle da. Wie die Lemminge. Ja, weil die Sache ist die, ich glaube, Daryl hat Pascal nicht vertraut. Ich wollte auf Pascal hat Daryl nicht vertraut und ich habe beiden nicht vertraut. Wir sind alle drei so rumgelaufen. Ich muss mich doch kurz bei Dossi entschuldigen. Also hast du doch den ersten Kill? Ja, ich habe aus Versehen gedrückt und auf einmal hat der ausgeholt. Ey, also ich muss echt sagen, bis gerade eben richtig starkes Spiel, Basti. Richtig stark. Ja. Alter, ich saß hier und dachte mir so, wie du dich da gerade rausgeredet hast. Was meinst du, was ich mir gerade selbst zugesprochen habe? Ne? Durch den Fehler am Anfang habe ich mich bisher gut rausgesprochen. So, mach mal meine Aufgaben. Ab nach Balkonien. Ja, ich werde erstmal das da vorne machen. Da wo ich gerade drauf zurenne. Perfekt. Muss ich einmal zum Reaktor. Ja. Zum Reaktor muss das hier machen. Warum steht der da rum? Oh. Wo wurde gleich nein, ich war's nicht, Huschi. Ja, also Marie hat gerade Dossi vor meinen Augen umgebracht. Ja. Bitte? Jetzt könntest du das vielleicht auch auf dich anwenden? Sie lacht. Das hört man raus. Ja. Also. Weil ich den Vorwurf total lachhaft finde. Out of context, Daryl stand mit mir gerade im Reaktor, also ist Daryl für mich safe erstmal. Im Reaktor. Drake war auch im Reaktor. Nein, ich glaube Drake. War auf der rechten Seite im Reaktor. Ah. Ja, rechte Seite im Reaktor? Achso, nee. Ich war oben in der Generei. Drake, bist du nicht unten in der Cafeteria? Nein. Drake ist jetzt im Reaktor. Also, ich bin gerade. Hier ein orangener Kopf. Ich bin gerade gemeinsam mit Drake, Dossi und Basti hoch. Zum Reaktor. Genau, zum Reaktor. Und jetzt ist Dossi tot. Habe ich jetzt wirklich Drake mit Daryl vertauscht? Du standest ich war auch dabei. Neben ja, gut, siehst du? So, ich habe dich total gesehen. Ist jetzt ich bin in der Cafeteria. Ich bin gerade am Trinkpäckchen rausholen. Versuche ich gerade irgendwie. Die kosten 80 Cent, ne? Pass auf. War die Leiche im Reaktorraum? Wir waren im Reaktorraum. Ich hab links nein, von wo die Leiche war.
Achso, nee. Nee, nee, hier daneben in dem anderen. In Reaktor-Laborraum. Ja. Ach, jetzt weiß sie auf einmal, wo die Leiche ist. Ich stand neben dir. Ich weiß, ich bin raus, ich war da oben nicht, ich war unten in der Cafeteria. Ja, Ace und Daryl? Ich weiß es nicht, ich hatte Angst vor Hushi, deswegen. Also, ich bin da ja, ich bin dir die ganze Zeit näher, weil ich gedacht habe, so, okay, wir können uns vielleicht wieder safen. Dann dachte ich, oh, der kommt näher und oh, scheiße. Leute, wo genau wart ihr denn? Also, ich war oben in der Gärtnerei und da habe ich keinen von euch gesehen. Ich bin unten in der Cafeteria gewesen. Ja, und die du? Und die anderen waren halt alle im Reaktorraum. So. Ja, und in dem Nebenraum. Ich hab geskippt. Wir haben alle radioaktive Strahlung abgeholt. Mein aussagender Punkt war Drake seine Aussage mit: Ich habe Marie gesehen, wie er getötet hat. Ey, das ist doch aber an der Stelle frech. Der stand neben mir und es ist halt einfach. Er stand neben dir und du wolltest ihn töten, oder? Aber. Jawohl. Ja, es hätte ja. Achso. Merci beaucoup. Ja. Denn? Das war's? Wow. Wo ist jetzt bestimmt? Cafeteria? Ja. Perfekt. Andi verfolgt mich. Andi ist es. Ja, moin René. Muss es wieder zurück zum Office, weil ich aufgehalten wurde. Dann verpiss ich mich in die Cafeteria. Und trink meinen Kaffee. Ist sabotiert. Na komm. 1, 3. Ich hab's gewusst, dass Zeitwiss das ist. Danke. Wer hat eine Leiche gefunden? Vielleicht soll ich mich auch entmuten. Basti war ganz oben links beim, der rechte Gang und dann da der Reaktor. Wo du die Türen aufmachen musst? Oder wo? Nee, rechts den anderen Gang. Ich weiß nicht, wer steht denn jetzt gerade neben mir? Ja, ich. Jetzt stehen wir gerade wieder unten, aber. Nee, also jetzt meine ich gerade. Mitte unten, ja. Ich glaube, das persönlich, ne, das sind Andy und Cytrus. Ja, ich hab gerade schon so in meinem Chat gesagt, so, hä, wo ist denn Daryl? So, hab ich gerade auch gesagt. Drake, was hast denn du unten rechts gemacht? An dem Terminal, an dem... Asteroiden zerstört. Ach, verdammt. Also ich habe keinen gesehen. Ich muss gerade einen Code eingeben, also ich weiß nicht. Scheiße. Ja, Drake, es muss Cytrus oder Hushi sein. Ja, ich weiß schon. Aus welchem Grund? Ja, wir beide waren das auch. Aber Ace und Drake ist es nicht. Cytrus hat reported. Das Problem ist, dass Ace tatsächlich jetzt so lange bei mir war, dass er diesen Mord nicht begangen hat. Und nachdem wir einen Imposter schon raus haben. Warte, du weißt ja nicht, wie lange Daryl schon tot ist. Ich habe Daryl jetzt schon fast 2 Minuten nicht gesehen. Es ist ja schon ein Imposter raus. Ich habe Basti gefunden. Ach, Basti gefunden. Ach so. Ja, und das Ding ist, Ace war die ganze Zeit. Wer hat sich denn gerade enthalten? Bei der Wahl, bei Marie. Keine Ahnung. Ich hätte mich enthalten, Ace. Oh. Weil ich es nicht gesehen habe. Ich habe sie direkt gewotet. Wenn du die ganze Zeit bei Drake warst, kann das ja auch nicht sein. Aber nee. Drake hat ja Marie direkt gewotet, also... Ich war außerdem, der die Leiche gefunden hat und Marie raushaben wollte. Ja, das stimmt schon.
Ja, Drake war es nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen, er wäre total dumm, Marie daraus zu bauen. Also ich war gerade meine eigene Karte. Ich bin das einzige Imposter. Ja, dann muss es ja, ja Husche sein. Warum? Ja, oder? Ja, aber aus welchem Grund? Ich hab keine Ahnung. Aus welchem Grund soll ich das gewesen sein? Ich habe nichts gemacht. Ach so. Ja, gut. Ja. Ja, du bist ja noch dran. Nee, bis heute. Bis später. Ah, hier kann man doch Asteroiden machen. Alles klar. Und hier ist das mit den Ballons. Der Wuffi! Das ist auch cool. Ich will nochmal eine Task beenden. So. Fertig. Wie sie alle versuchen, jetzt die Lichtshots zu machen. Zumindest noch irgendwelche Enos. Müssen noch irgendwelche Enos ihre Aufgaben machen. Dann haben wir gewonnen. Da lebten alles noch. Andi lebt noch. Zweitens ist er der Letzte. Ace lebt noch. Ich glaube, Drake lebt noch. Drake oder Daryl, einer von beiden. Ace, Drake und Andi. Die leben noch. Gegen Cytrus. Das heißt, wenn sie jetzt gut spielen, gewinnen sie alle. Müsstest du noch gut spielen. Ja, tschüss Andi. Oder auch nicht. Ja. Drake macht nix. Hier. Cytrus macht nix. Das Ding ist, wenn Cytrus jetzt unten einen dummen Move macht. Ja, das ist dumm. Ah, gut. Andi hat sich gut entschieden. Aber Drake muss dran. Ja, er glaubt jetzt dran. Er glaubt jetzt dran. Oder auch nicht. Ah, Schwein gehabt. Andy ist tot. Ja, wunderschönen guten Tag zusammen. Ich hasse das. Ich habe ihn verfolgt gefühlt und habe die Leiche reportet. Von links kommt Cytrus, von rechts Drake. Ich genauso. Also ich stand auch mit auf der Leiche, aber das ist auch egal. Es ist Cytrus. Ja, es ist Cytrus. Was? Was? Fuck off. Er verliert ihr halt. Ihr dummen Motherfucker. Geht's denn? Jawoll! Oh. Oh, ich hätte für Andi wählen sollen, ey. Ich hätte für Andi wählen sollen. Ich muss mal was sagen zu der Begründung, dass der Imposter, also dass es dumm wäre, wenn Tragis den Imposter mitwählen würde, wenn er selber wäre. Davor die Runde habe ich auch auf Dossi mitgewortet. Natürlich, wenn alle auf den voten, votest du mit. Das Ding ist, das heiße Play wäre wirklich gewesen, wenn ich auch der Imposter gewesen wäre und Marie dran gehängt hätte. Das wäre das.
aber ich war nicht der Imposter. Kann keine Überlebensstrategie sein. Verdammt, ich muss aufhören zu lachen, ey. Ja, das war ja super easy, dich dann rauszufinden. Ey, ohne Mist, das ist einfach so witzig. Ich dachte so, ja, Dossi ist endlich mal alleine. Und dann plötzlich kommt Drake um die Ecke geschissen. Und ich dachte so, wo kommt der denn jetzt her? Ja, und ich dachte mir so, knack! Oh, da hat wohl jemand das Genick gebrochen.